Sie sehen, meine verehrten Damen und Herren, ich bin noch nicht so weit, auch wenn wir hier im Landesmedienzentrum sind. Ich habe noch mal den alten Overhead-Projektor angeworfen, weil ich diesen Sticks immer nicht traue. Und was ich so auf Folie gebrannt habe, das gibt es dann auch tatsächlich noch. Der Herr Böttger, der nach mir sprechen wird, hat es ja sogar bis in die Daily Mail geschafft. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der Englischunterricht, so wie ihn sich die Daily Mail vorstellt. Sie als Grundschullehrerin können sich vorstellen, dass Sie genau so den Unterricht machen. Germany considers scrapping completely redundant English classes for children. Beruhigend ist ja dann, dass man auch nachlesen kann, dass die Engländer das nicht in der großen Breite so sehen. Ich verweise mal auf den kleinen Text hier. Germany has some trouble that we in Britain have far too much interference from government, mostly by people who could do with a proper education themselves. Ja, ich habe nur eine These, aber darüber kann ich stundenlang reden. Die sage ich Ihnen noch gar nicht. Ich möchte eigentlich erstmal, dass Sie sich ein Bild vorstellen, eine Metapher. Wie stellen Sie sich Fremdsprachenlernen überhaupt vor? Da gibt es zum Beispiel die Metapher des Hausbauens, besonders beliebt bei Gymnasiallehrern. Die sehen das nämlich so. Ich habe eine ganze Reihe von Ziegelsteinen. Diese Ziegelsteine sind Vokabular, Grammatik, Strukturen. Die setze ich alle aufeinander. Und wenn ich fertig bin, als Lehrer bin ich der Architekt, ich weiß, wie das geht, haben die Schüler ein schönes Haus. Und das ist die Fremdsprache. Ein Haus für Englisch, eins für Französisch. Ja, dabei endet es meistens, weil die Schüler dann keine Lust mehr haben, weitere Häuser zu bauen. Sie können sich auch vorstellen, dass Fremdsprachenerwerb so ist wie ein Fluss, in den verschiedene Arme münden. Und diese Arme sind alle eine Sprache und sie bilden einen großen, breiten Strom. Das ist mir eine Metapher, die mir sehr viel sympathischer ist. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Oder Sie können sich vorstellen, wie eine britische Forscherin Carmilov Smith. Frau Carmilov Smith meint, Fremdsprachenlernen oder Sprachenlernen überhaupt ist wie eine Reise. Sie beginnt im Mutterleib, sie setzt sich in der Kindheit fort, in der Pubertät, im Erwachsenenalter. Bitte? Ach so, verstehe. Auch eine sehr sympathische Metapher. Diese Metapher geht davon aus, dass der Muttersprachenerwerb und der Erwerb weiterer Sprachen, ich spreche mal bewusst nicht von Fremdsprachen, denn so fremd sind uns die Sprachen ja gar nicht, also der Erwerb weiterer Sprachen ähnlichen Mustern folgt. Die Neurobiologie ist sehr häufig zitiert worden. Es gibt mittlerweile sehr viele Studien, vor allen Dingen der funktionalen Kernresonanztomographie. Darüber sage ich jetzt lieber nichts. Aber das können Sie nachlesen. Am Diesterweg stand dann draußen. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Werbung machen. Der Spracherwerb läuft prinzipiell gleich, weil die gleichen Hirnstrukturen involviert sind. Er ist nur unterschiedlich akzentuiert. Und diese unterschiedliche Akzentuiertheit, die findet sich auch in den unterschiedlichen Schulstufen wieder. Wenn man aus den Grundprinzipien des Spracherwerbs, wenn man diese Grundprinzipien des Spracherwerbs aufs Klassenzimmer überträgt, dann kommt man zu sowas wie ein Acquisition-Rich Classroom, so würde ich das mal nennen. Das gilt im Prinzip auch, wenn Mütter, Väter, wer auch immer mit Kleinkindern die Muttersprache erwerbt. Das läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Ich brauche Input. Wenn ich nicht mit dem Kind rede, wird es die Sprache nicht lernen. Das ist in der Schule genauso. Und zwar unabhängig davon, ob Sie das in der Sekundarstufe 1, in der Sekundarstufe 2 oder in der Grundschule machen oder im Kindergarten. Es gibt ja noch früheres Englisch. Das Kind muss Output produzieren. Wenn es das nicht tut, dann wird es nicht merken, wo seine Probleme liegen.
Sprachenlernen gelingt besonders gut in bedeutungsvollen Zusammenhängen. Als Eltern machen Sie das automatisch. Sie reden mit den Eltern, mit den Kindern nicht über Wittgenstein, sondern über für das Kind bedeutungsvolle Zusammenhänge. Solche gibt es auch in der Schule, tatsächlich. Also es gibt Fächer, die auch für Kinder interessant sind und die kann man im Englischen machen. Herr Wolf hat das schon angesprochen. Es sollte mehr in den Fachunterricht verlagert werden. Die Form, da freuen sich jetzt die Gymnasiallehrer, damit meine ich aber nicht die Grammatik mit diesen Lückentexten, sondern Kinder sind sehr sensibel für Formen. Tatsächlich achten sie als Kleinkinder zuerst auf die Form und dann auf die Bedeutung von Sprache. Sie merken das, wenn sie diese Nursery Rhymes, diese Kinderreime mit Kindern machen. Kinder sind unglaublich interessiert an formellen Aspekten von Sprache. Als wir 4,5 Jahre in Baden-Württemberg Englisch und Französisch ab Klasse 1 begleitet haben, ist uns das aufgefallen. Wir haben eigentlich gedacht, die wollen nur spielen und waren unglaublich erstaunt, dass die sich kognitiv mit Sprache auseinandersetzen, wissen wollen, wie geht das, wie funktioniert Sprache. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Implizit, explizit geht in die gleiche Richtung, nicht? Ich kann Sprache bewusst machen, ich kann es implizit erwerben. Es gibt einen inneren Lehrplan, darüber hat Herr Kessler schon gesprochen, das war diese Tabelle, die muss abgearbeitet werden, sonst funktioniert das nicht, und zwar Stufe für Stufe. Und Interaktion ist wichtig. Und wenn ich das mal alles auf den Unterricht übertrage, dann lerne ich eigentlich aus drei Gründen. Ich lerne einmal, egal wo, und das ist meine grundsätzliche These, ist nämlich völlig wurscht, ob Sie die Sprache in der Grundschule oder in der Sekundarstufe 1 lernen. Wichtig ist, dass Sie als Lehrkräfte die gleiche Vorstellung haben, wie man eine Sprache erwirbt. Wenn die unterschiedlich sind, dann werden Sie nie miteinander auf den grünen Zweig kommen. Die Kinder lernen eine Sprache, um sie zu gebrauchen, ganz klar. Warum sollten sie das sonst tun? Sie wollen verstehen, sie wollen interagieren, sie wollen Texte verfassen, sie wollen kreativ mit Sprache umgehen, unabhängig davon, ob sie das in der Grundschule oder in der S1 machen. Sie wollen was über die Sprache lernen, über die Sprachkonventionen. Wir haben in Baden-Württemberg in der Forschung festgestellt, beim Schreiben, die Kinder wollen richtig schreiben. Die machen sich Gedanken darüber, und bilden Regeln, wie Phoneme, Grapheme zueinander passen. Darüber können Sie sich mit denen unterhalten. Die Regeln stimmen nicht immer. Das sind dann so Interimsregeln, aber Sie machen sich Gedanken. Und Learning Through Language, hatte ich schon gesagt, das ist eigentlich Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben, um sich eben Inhalte zu erschließen, um irgendwie forschend in der Welt zu sein. In der Grundschule bedeutet das, spielen Sie nicht so viel mit den Kindern. Damit will ich nicht sagen, dass Sie das Spielen abschaffen sollten, aber ich will doch sagen, wenn Kinder einen kleinen Text hören und dann lauter Männchen ausmalen sollen, das dauert dann eine ganze Stunde, bis die fertig sind, dann haben die in der Zwischenzeit keinen Sprachumsatz gehabt. In Baden-Württemberg haben wir gesehen, dass die Kinder, wenn sie miteinander interagieren und vor allen Dingen mit der Lehrkraft interagieren, diese Form von Spiel nicht nötig haben. Die Lehrerinnen dort haben sehr viel vorgelesen, haben sehr viel Geschichten erzählt und die Kinder haben, während die Lehrkraft das gemacht hat und dann darüber gesprochen haben, haben die Kinder sich gegenseitig korrigiert. Sie haben Nichtverstehen signalisiert, indem sie den Nachbarn mal gefragt haben, was hat's jetzt gesagt? Sie haben nachgesprochen, das, was die Lehrerin vorgesprochen hat, auch das, was andere Kinder gesagt haben. Sie haben übersetzt, um sich zu vergewissern, dass sie es verstanden haben. Später dann, vor allen Dingen ab Klasse 3, haben sie dann auch sehr viel umformuliert. Deswegen haben wir den gelungenen Fremdsprachenunterricht auch immersiv-reflexiv genannt. Kinder brauchen sehr viel Gelegenheit, Input zu haben, sehr, sehr viel Text, mündlich, schriftlich, visuell. Aber sie brauchen auch die Gelegenheit, über Sprache zu reflektieren. Für die Sekundarstufe 1, das wird den Kollegen noch schwerer fallen, bedeutet das die endgültige Aufgabe der grammatischen Progression. Die bringt nichts. Das kann Ihnen Herr Kessler eigentlich noch viel besser erklären.
Es gibt eine sehr schöne Studie aus Genf, die heißt Grammatikunterricht, alles für der Katz. Tatsächlich nützt der herkömmliche Grammatikunterricht nichts. Er kann den Spracherwerb beschleunigen, aber er kann die Stufung nicht ändern. Da muss ich sehr, sehr viel tun. Einen weiteren Bereich, den ich kurz ansprechen möchte, ist, wir müssen zu Bewertungen kommen. Das heißt, wo habe ich denn jetzt meine Folien getan? Wir haben uns in Baden-Württemberg die Frage gestellt, wenn Kinder sehr viel verstehen, wie kann ich denn das Verstehen eigentlich bewerten? Ich kann sie natürlich fragen, was hast du da verstanden? Wir haben uns überlegt, wir konfrontieren die Kinder mit einer Skala. Das ist sozusagen der kognitive Leseprozess mal für Kinder klein gehackt. Das haben wir in der ersten Klasse ausprobiert mit denen. Früher hatten wir da übrigens lachende und weinende Männchen, also so Gesichter. Das ist grundschuladäquater. Nur das können die Kinder nicht so malen, dass wir sehen können, was die Kinder meinen. Das war dann in der Auswertung nichts. Deswegen haben wir wieder Plus und Minus gemacht. Das sind Kriterien, die Kinder sehr, sehr valide beurteilen können. Wir haben nämlich dann geguckt, wie macht das die Lehrkraft eigentlich, wie beurteilt die Lehrkraft die Kinder, und haben ein hohes Maß an Übereinstimmung gefunden, auch in der ersten Klasse schon, wie Kinder sich selber beurteilen im Leseprozess und wie die Lehrerin das beurteilt. Deswegen gibt es das gleiche Instrument nochmal als Fremdbeurteilungscheckliste für die Lehrkraft. Also die gleichen Kriterien, nur für die Hand der Lehrkraft. Die Lehrerin hat dann mit den Schülerinnen und Schülern diese Sachen auch thematisiert. Warum meint ihr das so? Warum meine ich das anders? Und wir haben es auch als Unterrichtsentwicklungsinstrument genutzt. Die gleiche Checkliste nochmal, wo sich die Lehrerin beurteilt hat, wie sie eigentlich den Leseprozess steuert. Wieder die gleichen Kriterien. Hat sie zum Beispiel die entspannte Atmosphäre geschaffen? Das ist eine Sache, die für mich wichtig ist und ein wirklicher Hinweis auch als Schulleiter an die Hochschulen. Wir können keine Forschung gebrauchen, wo die Hochschule in die Schulen kommt und lauter Blätter zum Ankreuzen ausfüllt. Das unterstützt den Diskurs der Forschung, sondern wir brauchen eine Forschung, wo die Forscher mit den Lehrkräften zusammenarbeiten. Das haben wir in der WIBE gemacht. Wir haben immer einen Forscher, eine Forscherin mit einer Lehrkraft kombiniert, und die haben zusammengearbeitet und haben dann sozusagen zwei Dinge generiert. Die Lehrkraft konnte auf diese Art und Weise ihren Unterricht entwickeln, die Forscher konnten dann die entsprechenden Fachpublikationen tätigen. Das halte ich für sehr sinnvoll. Es ist im Hinblick auf Objektivität vielleicht nicht das, was man von einer psychometrischen Forschung erwartet, aber es hat sehr, sehr viel gebracht. Wir konnten auf diese Art und Weise sehr eng mit den Lehrkräften zusammenarbeiten, viel mehr im Unterricht beobachten, als wir das in einem nicht engen Kontakt hätten hinkriegen können. Und auf diese Art und Weise haben wir die Bildungsstandards, die Sie jetzt auch in Nordrhein-Westfalen haben, mit den Lehrkräften gemeinsam evaluiert. Die Bildungsstandards sind für den Grundschulbereich in der wissenschaftlichen Begleitung entstanden. Nur im Gegensatz zu anderen Bundesländern können wir auch sagen, dass sie erreicht werden. Denn wir haben hunderte von Videostunden gemacht, haben Interviews mit den Schülern geführt und haben geguckt, erreichen die diese Bildungsstandards wirklich. Und wir können sagen, ja, das tun sie. Das, was so hier genannt wurde, Referenzniveau A1 bis A2, ist also durchaus möglich. Und wenn Sie sich überlegen, dass Referenzniveau A2 das ist, was die KMK für den Hauptschulabschluss vorsieht für den Fremdsprachenunterricht, dann sind wir im Grundschulunterricht schon wirklich sehr, sehr weit. Also Outsider-Forschung ist nicht mehr, sondern bestehen Sie als Schulen auf Insider-Forschung, arbeiten Sie mit den Forschern zusammen. Ein letzter Tipp, was wir in Baden-Württemberg angelegt haben, was ich an meiner eigenen Schule praktiziere,
Ich nenne erstmal die etwas kompliziertere Fassung, was wir in Baden-Württemberg geplant haben, leider aus Kostengründen dann nicht mehr evaluieren konnten, sind die sogenannten Euro-Campi. Ist das der richtige Plural oder heißt das Campusse? Naja, die Deutschlehrer werden das wahrscheinlich gleich richtigstellen können. Also ein Eurocampus, das ist ein Zusammenschluss von Schulen, die in einem Verbund liegen. Die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium, die Förderschule und die Grundschule. Und die arbeiten über einen Zeitraum von einigen Wochen, meistens 6 Wochen zusammen und planen in diesem Bereich fremdsprachliche Projekte. Auf diese Art und Weise lernen sich die Lehrer dieser Schulen sehr, sehr intensiv kennen. Die wechseln dann auch die Lehrkräfte, das heißt, die Grundschullehrer gehen mal aufs Gymnasium, mal auf die Förderschule, die Gymnasiallehrer in die Grundschule und so weiter und so fort. Und man macht das unter einer Themenstellung. Daraus sind auch mittlerweile Comenius-Projekte entstanden, sehr interessant, also man kann das noch mehr vernetzen und dadurch werden diese ganzen Vorurteile, die da sind, abgebaut. Wir machen es an meiner Schule so, dass wir jedes Jahr ein Treffen machen, der Englischlehrkräfte, der Grundschulen und der Gymnasiallehrkräfte und sowas machen wie eine Materialtauschbörse. Und die unterhalten sich über die Didaktiken, die dahinter stehen. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Dadurch entkrampft sich auch diese Sache mit dem Schreiben. Die Gymnasiallehrkräfte erkennen, wo sie besser aufbauen können und die Grundschullehrkräfte haben nicht mehr das Gefühl, ich darf die nicht schreiben lassen, weil die ja so schlimme Sachen schreiben und das ist alles nicht richtig und so. Und da würde ich Sie sehr ermutigen, eben sich entsprechend zu vernetzen. Vielen Dank.